Frag den Nerd geht in die nächste Runde. Ihr habt mir ein paar Fragen gestellt und die werde ich heute beantworten. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, ich habe auf dem YouTube-Community-Tab ein paar Fragen bekommen. Ich habe da gesagt, so, wenn ihr mir ein bisschen was stellen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und es gab ein paar, die wurden hochgevotet. Die werde ich natürlich bevorzugt behandeln. Es gibt auch noch ein paar weitere. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die gerne hier unter dem Video stellen fürs nächste Q&A. Bedeutet, dann kommen vielleicht auch eure Fragen dran, wenn ihr denn welche habt. So, ja? Der Max fragt, was arbeitest du so? Ich bin tatsächlich selbstständig als Content Creator hier auf YouTube und ich glaube, du weißt, was ich mache. Ich mache Videos, ich mache Streams und so weiter. Und hinter den Kulissen passiert noch mehr, als man sich vorstellen kann. Das ist viel mehr Verwaltungsaufwand, als man im ersten Moment glaubt. Von daher füllt es meinen Tag komplett aus. Ich bin damit mega glücklich, möchte das nicht mehr missen. Davor habe ich dual Betriebswirtschaftslehre studiert und war dann erst noch in einem normalen Beschäftigungsverhältnis für einige Monate, habe da Projektmanagement gemacht und bin dann aber sehr, sehr froh, dass ich da raus bin und aus diesem Gefängnis entkommen bin. So war es für mich damals zumindest vom Empfinden her. Das heißt nicht, dass es für euch so sein muss, aber für mich war das eine bedrückende Situation. Jetzt bin ich sehr, sehr glücklich und sehr froh, dass ich das hier machen kann. Der King of Revenge fragt, der oder das Nutella? Meine Güte, ist das dein Ernst? Die Nutella. Es heißt die Nutella. Ist ja klar. Was ist die Mehrzahl von Couch? Und da es eine persönliche Frage sein soll, hast du eine. Schau mal gerne hier hinter mir. Das benutze ich gerade als Aktenablage und Medikamentenablage, weil ich ja jetzt die Schulter-OP hatte. Heute tatsächlich der erste Tag, wo ich diesen Verband nicht mehr tragen muss. Mega gut. Und ja, ich habe eine Couch. Das heißt natürlich Couches. Ist ja klar. Couchen, das klingt so wie Kautschuk. Und Kautschuk ist Gummi. Ich hoffe, du ziehst da was draus aus dieser Antwort. Ich würde gern wissen, wie du auf den Namen Ragnard gekommen bist, fragt der JW Leerzeichen K. Lieber JVK, das war eine Fiktion. Es ist eine Abwandlung eines alten Gamertags von mir. Ich hieß früher Wagner. Davon gab es aber ganz schön viele, weil ich mir den Namen abgeguckt habe. Der Name sollte auf YouTube einzigartig sein und Ragnard gab es noch nicht. Klingt ein bisschen komisch. Eigentlich wollte ich den Namen auch zusammengeschrieben haben und der ist nur getrennt geschrieben, weil man Vorname, Nachname angeben musste und ich dann nicht mehr gecheckt habe, wie man den Kanalnamen ändern kann. Ganz schön blöd, aber jetzt heiße ich halt so. M-Arc-Y fragt, gibt's schon neue Infos zu AC Ragnarok? Zum heutigen Tage nicht, heute ist der 26.02. Johannes fragt noch, wie alt ich bin. Was ich studiert habe, habe ich ja eben schon erzählt. Ich bin 27 Jahre alt. Ganz schön alt, oder? Also die meisten schätzen mich tatsächlich eher so auf 22, 23 ein. What the fuck? Zumindest in Streams, aber auch im Real Life. Ich bin halt auch von der Art einfach irgendwie so, keine Ahnung. Naja. So alt bin ich halt. Manuel fragt, wenn du dir aussuchen könntest, welche Spiele ab morgen erhältlich wären, welche wären es? Cyberpunk und Assassin's Creed mit Wikingern. Wahrscheinlich Ragnarok. Der Master Dracer fragt, bist du Single? Ich bin tatsächlich kein Single. Ich bin seit fast 8 Jahren sehr glücklich in einer Beziehung. Und 8 Jahre, meine Güte. Das ist ganz schön lang. Wenn ich so zurückdenke, dann ist das fast ein Drittel meines Lebens. Krass. Möchte ich nicht missen tatsächlich. Und ich hoffe, dass ihr da auch ähnlich glücklich seid. Wünsche ich euch auf jeden Fall. Ist eine Sache, die man sich nicht nehmen lassen sollte, wenn man das irgendwie schafft, so lange zusammen zu bleiben und vielleicht auch dann hoffentlich noch länger. Dann ist das doch eine ganz schöne Sache, muss ich sagen. Also nein, ich bin kein Single. Der Montesa fragt, wie sehr triggert es dich, dass ich in Woolston weiter bin als du und mehr Schaden mache? Kein Kommentar. Frage Nummer 2. Hallo, mein Name ist Ahmed. Ich habe eine Frage. Habe gemacht Schrauben im Fernseher. Macht bzzzt, ganze Straße dunkel. Jetzt meine Frage. Warum? Lieber Ahmed, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber vielleicht probierst du es doch mal bei den Stadtwerken. Schmongo fragt, welche Musik hörst du so? Metal, Leute. Metal, Leute. Also ich höre Metalcore, höre aber auch EDM oder Deutschrap oder Pop. Das sind so meine Lieblingsmusikrichtungen. Also ich bin tatsächlich eine der wenigen Personen, die so fast alles hören. Wenn es dann so in Richtung Hardbass und so weiter geht, dann schalte ich komplett ab. Das gönne ich mir nicht, aber ansonsten bin ich für vieles offen. Palofel400 fragt, wann habe ich denn Geburtstag? Am 30. März. Ich freue mich drauf. Oder auch nicht. Ja, eigentlich ist egal. Ja, ist okay. Sony fragt, wie kamst du zu YouTube, beziehungsweise was war der ausschlaggebende Punkt, wo du dachtest, das wird dein neuer Beruf? Danke dir, Sony, auf jeden Fall für dein Feedback. Der ausschlagende Punkt war eigentlich, ich wollte das unbedingt machen, weil ich habe es schon gemacht und irgendwie dachte ich dann so, hey, okay, du kannst dich auch mit wenig Geld im Monat zufrieden geben und dann habe ich das halt einfach gewagt. So, es war eine
Risikosache. Der ausschlaggebende Punkt war, vor allem, weil ich was anderes machen wollte als vorher. Also ich habe mich da nicht mehr gesehen, wo ich war. Nora fragt, wichtigste Frage überhaupt, wann kommt die Roomtour? Ich möchte jetzt ganz bald machen, am liebsten noch vor dem 6. März, denn am 6. März fliege ich nach Ägypten. Ich hoffe, ich überlebe, weil ich mit einer Airline fliege, die ich jetzt nicht benennen möchte, damit ich keinen Rufmord begehe, aber sie hatte dieses Jahr schon 4 Flugunfälle. Freue ich mich drauf. Die Roomtour, wie gesagt, dann hoffentlich vor dem 6. März. So peile ich an. Hoffentlich klappt das. Johannes Duschel fragt, probiert ihr nochmal was wie den 48-Stunden-Stream? Ich möchte sowas auf jeden Fall nochmal umsetzen, dann aber in gut geplant. Das wäre schön. Mihalium Bip sagt, hey, in manchen Videos kommst du so übelst arrogant rüber. Wie kommt das? Glaub nicht, dass du das bist. Nee, bin ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eine mögliche Erklärung wäre, weil ich die Videos so stramm schneide. Hinter vielen Aussagen steckt eine ironische oder sarkastische Intention. Bedeutet, ich meine es nicht so, wie ich sage. Aber die Mimik von mir, die kommt eventuell erst auch nach der Aussage und die schneide ich dann weg. Also kommt es vielleicht ernst gemeint rüber. So könnte ich es mir erklären. Weiß ich nicht warum. Keinen Plan. Also habe ich schon ab und an gelesen, stört mich auch, aber ich weiß halt nicht, woran es liegt. Also kann ich es auch nicht ändern. Felix fragt, was wäre dein Traumberuf? Momentan mache ich meinen Traumberuf. Aber tatsächlich kam noch irgendwo der Plan B, also was ich denn sonst mache, wenn YouTube nicht mehr läuft. Und das wird ja irgendwann zu 100% nicht mehr laufen, das ist ja eigentlich ziemlich klar. Und der Plan B ist dann hoffentlich ins Videospielmarketing einzusteigen. Also mein Plan ist auch noch einen Marketingmaster auf meinen BWL-Bachelor draufzusetzen. Bedeutet dann irgendwie, weiß ich nicht, ja, in Spielemarketing halt zu gehen, ne? Und dann das zu machen, was ich jetzt eh schon mache. Nein, das wäre dann anders. Jetzt gerade lebe ich den Traum. Das ist schon ganz nice. Nice. Der Lidl-Praktikant fragt, würdest du einen Job bei Ubisoft, in Klammern, keine Putze, damit meint er, die Reinigungskräfte, in Betracht ziehen können? Ja, würde ich in Betracht ziehen. Tini Bini fragt, wohnst du alleine? Wie ist dein euer Einrichtungsziel oder hast du sogar eigene Büroräume außerhalb? Also, ich wohne mit meiner Partnerin zusammen. Der Einrichtungsziel ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist nicht komplett zusammengewürfelt, aber ist auch nicht krass. Normal, ich bin ein Mann, ich habe da keine Ahnung von. So, das ist jetzt ein Stereotyp, aber tatsächlich habe ich das eher nicht so viel eingerichtet hier, so mein Zimmer. Und es sieht sehr steril aus. Also, ich habe da wirklich kaum Plan von. Hast du eigene Büroräume außerhalb? Nee, leider nicht. Hätte ich gerne. Fände ich cool. Jimboy Schulz fragt, was war dein erstes Videospiel, das du gespielt hast? Das war Battle Chess. Hatte ich noch so eine schöne Diskette und das war ein Schachspiel. Komplett kacke, aber damals war es cool. Nervion fragt, würdest du mit Streamern, YouTubern, die gerade am Anfang stehen, was zusammen machen, wenn dir deren Content gefällt und Hilfestellung leisten bei Programmen, quasi ein Padawan, bin ich offen für. Teilweise mache ich das auch und greife anderen Content-Creatern unter die Arme, die noch nicht so erfahren sind wie ich. Und ja, auf jeden Fall bin ich offen für. Tom Deutschmann fragt, warst du mal Model? Na, offensichtlich nicht. Warst du mal Model, Tom? Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Zeitmodus fragt, spielst du noch Stau? Bester Man. Zeitmodus, vielen Dank für deine Frage. Wer es nicht weiß, ich habe als Kind immer Stau gespielt. Das war legendär, ja. Ich habe die Autos aufgereiht und dann war ein Unfall und dann war halt Stau. Während andere irgendwie immer schneller wollten und Action wollten, war bei mir Stillstand. Und das ging so weit, dass ich irgendwie einen Kumpel zu Hause hatte. Ich war halt 2 oder 3 so. Wir sind von so einem Holzding, irgendwie einem Holzpodest, auf eine Matratze gesprungen. Und ich bin da einfach stehen geblieben auf diesem Holzpodest und habe gesagt, jetzt spielen wir Stau. Und er wollte da runterspringen auf die Matratze und wieder hoch und wieder runter und Action haben. Und ich so, nö, jetzt ist Stau angesagt. Also keine Ahnung, was damals schon schief lief. Aber es hat Spaß gemacht. Also Stau spielen kann ich jedem empfehlen, der keinen Termin hat. Vollsperrung, das ist nochmal ein bisschen nerviger. Grüße an Muke. Ariello 007 fragt, kannst du wieder Videos über Assassin's Creed Origins machen, bitte? Vielleicht mache ich demnächst mal wieder eins. Hätte ich schon Bock, mal wieder reinzuschauen. Habe ich ja auch letztes Jahr ein paar Mal gemacht, aber nicht häufig. Das Ding ist halt schon mega alt. 2,5 Jahre, aber grundsätzlich habe ich Interesse dran. Vielleicht auch auf dem Zweitkanal mal schauen. Jetzt muss ich aber erstmal tatsächlich für den Urlaub demnächst vorproduzieren, dass auf dem Hauptkanal überhaupt was kommt. Das ist gar nicht so leicht. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, als ich im Krankenhaus war, kamen mir halt irgendwelche vorproduzierten Guides in Odyssey oder so. Das war dann halt einfach aus meiner Warte nicht das Allerrelevanteste, weil das Spiel auch halt mega alt war. Aber es ist halt eine große Herausforderung, so wenn du einfach mehrere Wochen weg bist. In dem Fall war ich ja jetzt 2 Wochen krank, musst du halt irgendwas machen. Genau, aber vielleicht für sowas Origins könnte ich mir auch vorstellen, yo. Ja, liebe Menschinnen und Menschen da draußen an den Geräten, vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen. Könnt ihr gerne noch mehr hier unter dem Video stellen, wie gesagt, wenn euch das interessiert, wenn euch das nicht interessiert, ist auch okay. Mir ist aufgefallen, ihr wisst ja gar nichts über mich und das wollte ich mal eigentlich ändern und in diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr demnächst mal wieder reinschaut, wenn es heißt Rambazamba in Ägypten oder weiß ich nicht, in Köln. Bis zum nächsten Mal, euer Fragner. Ach, und gerne die Glocke abonnieren. Ciao, Leute.